Hier und heute spielen wir in der Version 1.24 zwei neue Spielmodus, die gekommen sind. Einmal den Spielmodus Cyberangriff Pro und einmal Season 5 Mospit. Ja, ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit dem Cyberangriff Pro. Cyberangriff mit Wiedereinstieg statt Wiederbelebung. Ja, das klingt ja richtig geil, Leute. Ja, und natürlich spielen wir das in Call of Duty Modern Warfare. So wie es natürlich auch im Titel steht, ist ja klar. Ja, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, Leute, und folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Der Link dazu zu meinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich riesig, wenn ihr natürlich auf Twitch vorbeischaut. Und ja, los soll's gehen heute, und zwar wieder mit voll Action und Power, Leute, so wie in den letzten Wochen und Tagen, wo es richtig losgegangen ist. Ja, ich bin mal gespannt und freue mich natürlich, denn heute werden wir wahrscheinlich natürlich auf jeden Fall Rang 59 erreichen, wenn wir jetzt ordentlich noch Kills und Punkte machen. Ja, wir sind ja mittlerweile schon fast auf Rang 59. Viel fehlt ja nicht mehr, wir sind jetzt noch auf Rang 58 natürlich. Ja, ich muss sagen, in dem letzten halben Jahr oder ganzen Jahr sind wir eigentlich schon weit gekommen, auch wenn wir theoretisch schon viel weiter hätten sein müssen. Denn andere sind natürlich Suchtis in diesem Game und sind vielleicht schon über Level 100, also Rang 100, aber naja, ich bin froh, dass wir wenigstens schon über 50 sind, über Rang 50, und heute werde ich jetzt mal diese Nummer 2 nehmen, zwar nehme ich jetzt mal diese Waffe, die AUG, genau, das ist die AUG, alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal ziemlich offensiv los. Gegner, sehr schön, okay. Wenn wir natürlich schon so Punkte machen, dann haben wir natürlich einen Vorteil, dass wir natürlich gewinnen können. Okay, Leute, alles klar. Genau. Also, wir müssen hier diesen Punkt hier verteidigen. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier genau verteidigen müssen. Und die Runde ist schon vorbei. Erste Runde gewonnen. Okay, wir spielen natürlich nochmals eine Runde. Das ist erst der Einstieg. Ich bin kurz vor Schluss gerade gekommen, Leute, wo die Runde schon vorbei ist, aber wir spielen natürlich nochmals eine Runde. Okay. Ah, es geht noch weiter. Okay. Ich dachte jetzt schon, die ganze Runde sei vorbei. Aber nee, nee, Leute. Wir haben die erste Runde gewonnen. Wie viele Runden das es insgesamt geht, weiß ich jetzt genau nicht auswendig, aber werden wir ja sehen. Okay, hier muss ich dieses ganze Stromteil angreifen. Also es ist ein Stromzeichen. Keine Ahnung, was es ist. Es ist eine Bombe. Oh, shit. Schön gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, wer schießt die Raketen? Ich dachte, das sei der Gegner vor mir gewesen, der Raketen geschossen hat. Ah, Mann, dieser Gegner kam so schleichend und dann noch hat er mich so schön abgeknallt. Gelbes Gebäude, oh. Okay, wir müssen das anscheinend verteidigen. Keine Ahnung, was es genau ist. Ich bin noch nie dazu gekommen, bis jetzt das einmal richtig anzuschauen. Solange ich Kills mache, Leute, alles im grünen Bereich, ne? Ich möchte einfach nur zu gerne wissen und bin neugierig. Eskortieren. Oh, wir müssen dieses Teil also eskortieren, okay? Gut, dann unterstütze ich mal diesen. Ah, wir müssen es eskortieren und dann müssen wir es zum Zielort bringen. Jetzt checke ich es. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, unterstützen wir mal unsere Teamkameraden und hoffen natürlich, dass er hier gut durchkommt. So, er muss jetzt natürlich an die Station gehen und die Station ist dort natürlich im roten Bereich. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Schön gemacht. Okay, wir gehen jetzt mal schön hier durch. Dann gehen wir an die Station. Ich hoffe jetzt, dass keine. Oh, fuck, ey. Eiskalt erwischt, ey. Eiskalt erwischt. Ich bin noch nicht an dieser Station gekommen. Jetzt müssen wir sie verteidigen, okay. Scheint in der Nähe zu sein. Hier drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Feind hat die Bombe. Ja, das sehe ich. Dass der die Bombe hat, das habe ich schon gedacht. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, ich hätte eine Granate dort nach oben geschossen. Alter Schwede, ist dieser Spielmodus geil. Ja, ich möchte es auf jeden Fall wieder reinnehmen, dieses Teil hier.
Jetzt stehen sie auch noch so fies auf dem Dach. Toll. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Verbündete Vorräte unterwegs. So, lenken wir mal die ganze Truppe hier ab. So, Leute, wir haben verloren. Es steht 1-1. Anscheinend müssen wir dieses Ziel zerstören. Oh, das sind solche Ziele, also die wir einnehmen müssen. Ich weiß nicht genau, was wir hier einnehmen müssen, was es ist, aber ich glaube, es hat irgendetwas mit einer Bombe zu tun. Irgendeine Bombe oder so etwas. Letzte Runde, Leute. Letzte Runde. Okay, dann würde ich sagen, geben wir jetzt nochmal alles. Also mit den Kills läuft es natürlich wie immer sehr gut. Aber zum das Ganze hier angreifen. Bombe. Oh, ich muss die Bombe dort... Ich muss die Bombe dort setzen. Jetzt check ich es. Okay. Jemand muss die Bombe nehmen. Jemand muss die Bombe nehmen. Wie nehme ich... Ja, jetzt habe... Ja, toll. In diesem Moment, wo ich die Bombe nehmen wollte, hat mich der Gegner abgeknallt. Jetzt check ich natürlich, wie natürlich das ganze System funktioniert. Fast ähnlich wie in CSGO, ne? Also hat Ähnlichkeiten. Ist nicht genau gleich, aber hat Ähnlichkeiten. Okay. Ich verteidige jetzt mal diese ganze Bombe hier. Oh shit, die ist hier oben. Die ist hier oben, ey. Okay, es steht immer noch 1-1, Leute. Wie ihr hier unten seht. Die letzte Runde entscheidet. Also, ich gebe jetzt nochmals alles. Natürlich kann ich jetzt easy wieder mehr Kills machen als sonst, aber man muss sich natürlich auch überlegen, wenn man das macht, ob das natürlich dann auch viel nützt, weil schlussendlich geht es ja um dieses Hauptziel, das wir ja haben müssen. Ich meine, Kills bringen viel, das geht schon. Natürlich probiere ich so viele Kills wie möglich zu machen, aber ich probiere auch die Aufgabe, die es hier gibt, natürlich erfolgreich zu erledigen. Aber wenn mir auf dem Weg Gegner begegnen, dann eliminiere ich sie. Teammate ist am Start. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier los. Verbündete Vorräte unterwegs. Okay, greifen wir gemeinsam an. Das finde ich gut, Leute. Am besten 3-4 Leute, denn 2 reichen nicht. Am besten so 3-4-5 Leute, das wäre natürlich schon. Das wäre natürlich schon gut. Nee, nicht. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Ja, ihr seht, es ist schwierig. Ich habe es auch nicht geschafft, die Bombe hier abzulegen. Es ist wirklich mega schwierig. Und ich werde jetzt aber noch Spezialmunition reinhauen. Das werde ich natürlich noch tun. Vielleicht muss ich das mal an... Ich gehe es jetzt mal taktisch anders dann. Ich bin jetzt einfach mal taktisch anders angegangen. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Okay, ich gehe hier durch. Ah, Mann. Oh shit, kein Gegner, okay. Ja, dann möchte ich eigentlich zum Ziel gehen. Das Ziel befindet sich gleich hier vorne. Okay, wo ist jetzt hier dieser Gegner? Da bist du, ne? Da ist dieser Gegner. Ich fragte mich jetzt so, wo ist dieser Gegner, bitteschön? Also Leute, ich weiß nicht, ob das noch eine Entscheidung geben wird. Der Feind hat die Bombe, shit. Feindlicher Vitol im Einsatzgebiet. Alter, wer hat mich jetzt bitte schön abgeknallt? Da, das war einer vom Flugzeug, Leute. Ja, Abschüsse werde ich wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viele haben. Einige schon, aber nicht ganz so viel wie sonst. Wenn ich natürlich nur die Gegner eliminieren muss, dann ist es klar. Dann habe ich natürlich geschossen. Aber jetzt im Moment eine ganz, ganz schwierige Situation. Aber trotzdem gebe ich nicht auf. Lol. Feindliche Drohne über uns. Oh mein Gott, Leute. Ich habe die feindliche Bombe entschärft. Endlich bin ich mal an dieses Teil gekommen, ey. Meine Güte. Digga, ey.
Das brauchte aber auch eine ordentliche Zeit, ey. Das brauchte wirklich eine ordentliche Zeit. Ich konnte jetzt wenigstens mal probieren, die Bombe zu entschärfen. Das konnte ich bis jetzt wenigstens mal tun. Jetzt müssen wir nur die Bombe legen, Leute. Jetzt hat er mich eliminiert. Schöne Taktik natürlich. Ich bin gut in Deckung gegangen. Er hat mich nicht so schnell abknallen können. Und ich habe doch noch einige Kills machen können. Sehr gut. Schön gemacht. Das Objekt ist im Spiel. Ah, fuck, ey. Shit. Ja, und jetzt hat das gegnerische Team eine Bombe gelegt. Toll. Jetzt haben sie sie dort hinten gelegt. Jetzt müssen wir die Bombe wieder entschärfen, Leute, ne? Das Entschärfer-Team. Mal schauen, ob ich es nochmals hinkriege oder nicht. 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden, Digga, vergiss es. Vergiss es. In 30 Sekunden schaffen wir das nicht mehr. Also, wir können es probieren. Wird aber schwierig. Oh, vielleicht doch. Vielleicht doch. Oh, sehr schön, Leute. Sehr schön. Alter Schwede, ich konnte die Bombe noch stoppen. Oh, jetzt sind wir im Vorteil. Oh mein Gott, Leute, wir müssen sie verteidigen. Wir müssen sie verteidigen. Alter Schwede, war das ein guter Zug von mir. Im letzten Moment, Leute. Meine Güte, natürlich nicht ich alleine, aber Leute, wir haben es fast geschafft. Bombe deaktiviert, der Feind hat ihre... Oh, shit. Oh ja, komm, 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 ja. Unentschieden. Alter, gibt's das? Ich dachte, es kommt mal so weit. Ich dachte, es kommt mal so weit. Leute, es ist unentschieden. Ja, mal schauen, ob jetzt die Runde weitergeht oder nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ein richtiges Unentschieden jetzt erreicht. Oh mein Gott. Diesmal unentschieden. Die Runde ist vorbei, trotz unentschieden, Leute. 12 Abschüsse. Auf jeden Fall genügend. Mal schauen, ob wir jetzt bei Rang 59 aufsteigen oder noch nicht. Auf jeden Fall wirklich sehr gut gespielt. Und jetzt haben wir es tatsächlich erreicht. Rang 59, Leute. Besser geht's nicht. Stufe 2. Sehr nice. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, Leute, spielen wir jetzt natürlich den coolen Season 5 Mospit Modus, würde ich jetzt mal sagen. Mospit Game Mods in Oil Rig, Schuldel, Harbor, Cheshire Park, Hovek, Sam, Sawmill and Kander Hideout. Okay. Mal schauen, was uns dann hier erwartet. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Beim zweiten Spielmodus. Vielleicht sind wir hier natürlich besser als beim vorherigen, aber beim vorherigen habe ich noch in der letzten Sekunde richtig Gas gegeben. Wir hätten fast verloren, Leute, aber Digga, einfach bombenhaft gut gespielt. So, das Spiel geht los. Auf der Map Suldar Harbor. So heißt die Map und ich glaube, so ist es natürlich auch beim Spielmodus irgendetwas verstanden. Teamverteidiger, okay. Also, jetzt ist natürlich klar, was wir tun müssen. Wir müssen verteidigen. Es steht sogar Teamverteidiger. Also Leute, wir sind jetzt dran am Verteidigen. Das heißt, verteidigen, Gegner eliminieren und so werden wir vielleicht sogar noch bei Rang 60 aufsteigen. Denn wir sind ja schon ein bisschen höher jetzt als Rang 59. Wir sind ein bisschen höher, also noch nicht Rang 60, aber die Linie, seht ihr ja rechts, ist natürlich ein bisschen höher als genau 59. Also braucht es auch nicht mehr ganz so viel, bis wir Rang 60 erreicht haben. Diesmal nehme ich jetzt aber wieder eine andere Waffe. Und zwar nehme ich diesmal mal die Nummer 7. Und wir starten schön wieder vom Hubschrauber. Teamverteidiger, oben und halten Sie die Flaggen. Oh, okay. Also, ich glaube, wir wissen, was zu tun ist, Leute. Die Flaggen müssen wir halten, okay. Also, Flaggen erobern, das haben wir schon sehr viel, sehr oft gemacht. Ah, fuck. Dieser erste Abschuss hätte mir gehören können. Wir haben die Kontrolle.
Es kann auch sein, dass wir auf dieser Map zum ersten Mal diesen Modus spielen. Oh, wir sind... Leute, was der Unterschied ist, ist, glaube ich, schon zu erkennen. Das Limit ist noch nicht voll, Leute. Und ihr seht unten, wir sind schon auf 500 Punkte. Also es zählt immer 100, wenn wir Punkte machen. Es ist nicht so, dass es 1, 2, 3, sondern gleich 100, 700, 1000. Das ist der Unterschied, Leute, ne? Hier merkt ihr auf jeden Fall einen richtigen Unterschied. Wir sind die Flaggen natürlich am Erobern, also am Verteidigen. Und das gibt uns natürlich Punkte. Und das gegnerische Team muss die Flagge einnehmen und wir müssen die Flaggen verteidigen. Schön gemacht. Okay. Ja, dann wissen wir, was zu tun ist. Wir sind bereits schon auf 1000 Punkte, Leute. Also ich kann es kaum fassen. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Punkte es schlussendlich gehen wird. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich bin mal wirklich gespannt. Schön gemacht. Feind im Zentrum. Feind an den Frachtcontainern. Nee, 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 nicht bei mir. Oh nein, ah, nein, 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 nein. War das knapp. Feind bei der Hauptstraße. Jetzt habe ich ihn getroffen. Und jetzt habe ich natürlich wieder mein persönliches Radar zur Verfügung. So, wir sind auf 1100 Punkten, Leute. Richtig krass auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, weiter so. Die Flagge sind wir immer noch am Verteidigen. Bis jetzt hat das gegnerische Team noch nicht geschafft, die Flagge zu erobern. Also würde ich sagen, werden wir jetzt weiterhin diese gute Flagge behalten. Also natürlich verteidigen, meine ich. So, hier ist die Flagge. Ich gehe ein bisschen mal runter. Ich habe mich zuerst so gefragt, wo ist... bitteschön diese Flagge. Und dabei ist sie hier oben, Leute. Alter, ich finde das richtig geil, Leute. Es ist auch wirklich nice, dass irgendwie die Flagge so hoch platziert ist, Leute. Es macht es natürlich auch spannender und herausfordernder für das andere Team. Das ist wirklich sehr geil gemacht, muss ich wirklich sagen. Nee, 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 nee. So, jetzt werde ich natürlich noch Spezialmunition wieder reintun. Und dann schaue ich mich mal rundherum, ob es irgendwo Gegner gibt. Ja, ne? Keine Chance gegen Maxstar. Verstanden. Jaguar 3-0 unterwegs für persönliche. So, und jetzt ist der nächste Gegner hier vorne, den werde ich mir auch gleich holen. Keine Chance, Vogel, ne? Oh, das ist ein Teammate. Okay, sehr schön. Oh, ja, Mann. Ja. Wir haben die Flagge. Jetzt Loader 2-0. Alles klar. Blasterschlag gestartet. Oh, ja, komm schon, Blasterschlag. Komm schon. Okay, ich glaube, es hat niemand getroffen. Hier ist Jaguar 3-0. Persönliches Radar ohne Treibstoff. Rückzug zur Basis. Schön gemacht. Wir haben unsere Flagge fallen gelassen. Sehr schön. Findet unsere Flagge. Los. Oh mein Gott, die Flagge wurde erobert. Nein, die Flagge wurde erobert. Ausschalten. Oh. Ne, die Flagge haben wir. Okay, wir müssen das Ziel dort vorne ausschalten. Okay, ob das extra so geplant ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu diesem Ziel. Ah, fuck, ey. Direkt vor meiner Nase wieder. Aber schön, wie ich mich hier durchkämpfen kann, Leute, ne? Da gibt es natürlich Shooter-Games wie Fortnite, wo ich mich manchmal gegen solche Sachen gar nicht durchkämpfen kann, aber in Call of Duty schon. Aber eben, es ist natürlich auch ein Unterschied von Fortnite zu Call of Duty. Das ist auch wieder so, aber trotzdem finde ich es immer wieder geil, wenn man sich so durchkämpfen kann. Okay, den müssen wir ausschalten. Den müssen wir ausschalten, Leute. Das ist eine Person und diese Person müssen wir ausschalten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ganze veranstalten soll, aber irgendwie muss es gehen.
Oh, ich habe ihn ausgeschaltet, Leute. Oh mein Gott. Alter Schwede, ey. Ich habe ihn ausgeschaltet. Sehr nice. Oh mein Gott, jetzt müssen wir nur die Flagge richtig einnehmen. So, das persönliche Radar jetzt noch einsetzen. Alter, ich hab... Ja, jetzt ist es jemand anders. Alter, ich hätte ihn beinahe... Ich habe ihn gehabt, Leute. Das einzige Problem war einfach nur der andere Gegner. Ich hätte es beinahe gehabt, Mann. Also ihr seht, ich gebe richtig Einsatz in so einem Spielmodus. Oh nein, oh nein, ah! Eliminiert. Ja, wir müssen das Ziel auf jeden Fall ausschalten, Leute. Sonst verlieren wir schlussendlich noch die Runde. Wollen wir jetzt nicht? Okay, ich muss die Flagge zurückerobern. Wir sind auf... Oh shit. Das gegnerische Team holt auf. Wir sind auf 5400 Punkten. Und das gegnerische Team ist auf 4200 Punkte. Oh mein Gott. Feind in der hinteren Gasse. Die schießen auf mich. Oh nein, oh nein, 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 duck dich. Komm schon. Oh, ich hab ihn. Leute, ich hab ihn. So, Leute, wir haben die Flagge wieder. Sehr nice. Leute, wir haben die Flagge. Sehr schön. Gott sei Dank, ey. Nein. Wir haben sie... Oh mein Gott. Immer so ein richtiges Hin und Her. Haben wir sie jetzt oder... Ja, toll. Jetzt hat sie wieder jemand anders. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Freundchen, an mir kommst du nicht so schnell vorbei. An mir kommst du nicht so schnell vorbei, ne? Die Flagge wird schön zurückerobert, egal wie. Okay, dann gehe ich auf die andere Seite. Ich mache jetzt extra noch speziell. Oh. Fuck! Wo schießt du hin? Verbündeter! Ah, Mann, um ein Haar, um ein Haar. Wenn ich da noch ein bisschen genauer gezielt hätte, dann vielleicht. Aber Leute, wir sind immerhin noch in Führung. Das ist im Moment das Wichtigste. Okay, wir gehen zu dritt angreifen. Finde ich gut. Wir haben ihre Flagge fallen gelassen. Findet unsere Flagge. Los. Das sollte irgendwo in der Nähe sein. Der haut schön ab, ne? Angst hast du, ne? Weniger als eine Minute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich habe ihn im Nahkampf besiegt, Digga. Digga, ich habe ihn im Nahkampf besiegt. Scheibenkleister, ey. Alter, ich habe den im Nahkampf erwischt, Digga. Das war auch irgendwie mein Plan, weil ich anders ja nicht durchkam und er plötzlich sich gedreht hat. Oh shit. Okay, kein Gegner. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Alter. Ich hätte jetzt gerne die Flagge zu meinem Punkt gebracht. Ich hätte sie gerne gebracht, ey. Oh mein Gott, nein, 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 keine. Wir haben die Flagge. Shit. Achtung, verbündeter Präzision. Leute, wir haben gewonnen. 8700 zu 8100. Leute, wegen 600 Punkten mehr haben wir gewonnen, Leute. Wegen 600 Punkten mehr. Digga, alter Schwede. Ja, aber richtig krass, dass es schon über 1000 geht hier, wenn man nur schon ein paar Punkte erreicht mit dieser Flagge. Ja, auf jeden Fall ein richtig toller Spielmodus und ich bin dritter Platz auf dem Rang, Leute, hier. Richtig geil, muss ich sagen. Hat mir auch ordentlich Spaß gemacht. 17 Abschüsse, Leute. Besser geht's auf jeden Fall nicht. Ich bin jetzt mal gespannt. Ne, wir sind leider noch nicht Rang 60, aber fast, Leute. Noch
ein bisschen mehr Punkte und ich wäre Rang 60. Aber naja, wenigstens Leute, richtig gut gespielt, richtig toller Einsatz und richtig geiler Spielmodus auf jeden Fall gewesen. Mir hat das auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play, Leute, also macht's gut und haut rein, Leute, und tschüss.